Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Map Castlenau. In der letzten Folge haben wir unser Gewächshaus gekauft und das hat ohne Probleme geklappt und sofort funktioniert. Wunderbar, wunderbar. Und da werden wir auch gleich hingehen und das Saatgut einfüllen. Und dann können wir auch mit der Setzlingsproduktion anfangen. Und ich bin ganz spontan nochmal schnell zu unserer, ich weiß gar nicht, wie das hier heißt. Wie heißt denn das? Setzlings-Selbstpflanzstelle gegangen und habe festgestellt, wir hatten da noch drei Setzlinge und habe jetzt hier einfach nochmal, ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs sehen, also wir haben jetzt dieses Feld hier, dann haben wir ja dieses hier angelegt an der Straße lang. Ich habe jetzt hier noch ein 30er Feld tatsächlich, das sind also 30 Bäume, die ich hier gepflanzt habe und ich würde sagen, für mindestens 1, 2 oder 3 Felder, so 30er Felder haben wir hier noch Platz. Und die Setzlinge, die wir herstellen, werden uns also dabei helfen, diesen ganzen Bereich hier entsprechend voll zu pflanzen. Und wenn wir den hier voll haben, dann werden wir, falscher Knopf, werden wir dieses Feld hier oben und dieses Feld hier auch noch mit Bäumen voll pflanzen. Und irgendwann kaufen wir uns dann das hier, roden das einmal komplett und machen das dann nochmal schön, beziehungsweise nutzbar, sagen wir es mal so. Das wird also diese ganze Geschichte, Forstarbeiten wird also hier nochmal deutlich zulegen. Ich hoffe, das gefällt euch. Das haben wir ja eigentlich ja, auf der Wild West so richtig nicht. Da mache ich die Bäume immer inzwischen in Aufnahmen, weil das einfach nur ja nicht so schön ist. Okay, so, er ist angekommen. Ich habe keinen Alert, weil hier das noch alles voll steht. Wir müssen definitiv ja mal ein bisschen aufräumen. Das machen wir noch, bevor wir gleich in den Februar gehen. So, Spanngurte ab. Dann holen wir, da steht er, unseren guten Manitou, der keine Schwächen hat, außer seine Lautstärke. Der Rest passt perfekt. So. Wir haben noch Saatgut, deswegen traue ich mir zu. Ja, beziehungsweise wir füllen erstmal nur 4 ein. Und die anderen beiden soll er mitnehmen hier. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit 2000 kommen. Gucken, ob wir das hier... Ja, perfekt. Cool, oder? Sag doch mal was. Ist doch schön. So, dann haben wir das. Und dann gehen wir auf Produktionen verwalten. Setzlinge. Und haben alles, was wir brauchen. Das heißt, hier geht es jetzt direkt los. Viel macht er nicht. Also er macht 24 Zyklen pro Monat. Ich habe das extrem zurückgedrückt. Und ja, dann wird es ewig halten hier. Nahezu. Und 3 Setzlinge. Also macht er doch eine ganze Menge Setzlinge. Ein bisschen was können wir dann auch nochmal verkaufen. Hier sind die kleinen Setzlinge. Süß. Theoretisch könnten wir auch gucken mal, das ist... Ein Y, das habe ich ja jetzt gelernt, wenn hier ein Y steht, bedeutet das, dass die sich gegenseitig verschränken. Also, dass da sozusagen, ich kann nicht alle anmachen und habe dann den achtfachen Output, sondern der Output ist immer der gleiche. Nur wenn die parallel laufen, scheint es das bei der Bauernkäserei auch nicht so spannend. Dann nur wenn hier 2 I's sind, so parallele Striche, dann kann man die parallel zueinander starten. Okay. Wir könnten hiervon auch noch was anstellen. Wüsste ich jetzt gerade nicht. So viele Setzlinge brauchen wir aber nicht. 70 Stück im Monat ist zu viel. Dann stelle ich einfach mal Erdbeeren auch noch mit an. Na, dann werden die Bäume werden jetzt weniger. Und dafür sieht man aber nicht... 24, ne, da ändert sich nichts, ob ich das anstelle oder nicht. 2, 1, 12, 24 deaktivieren. 2, 1, 12, 3, 24, ne. Okay, da sieht man es nicht, aber hieran erkennt man es ja, ne? Wir haben ein gewisses Feld und mehr passt halt nicht. So. Müssen wir uns Gedanken machen, was wir ansehen dieses Jahr. Schauen wir mal. Gucke ich gleich mal einmal in den Kalender. Also was wir auf jeden Fall brauchen, wir werden wieder Hafer anpflanzen. Das machen wir schon im März. Das
dürfen wir nicht vergessen. Wir können im März dann auch noch ein paar Kastanienbäume oder in dem Fall Walnussbäume machen. Ah, ich hatte ja auch immer mal den Traum, dass wir hier diese so eine Rübenerntemaschine uns besorgen, ne? Übrigens, es gibt jetzt eine Modifikation, die heißt irgendwie Bank Management, da kann man Geld anlegen und kriegt dann Zinsen drauf. Die wollte ich mir nochmal besorgen. Das finde ich ganz interessant. Also wir werden Hafer ansehen. Einmal Weizen für die Hühner. Das können wir aber erst nächstes. Das können wir dann, das heißt, wir können Hafer vorher einmal nochmal machen und ein Feld davon wird dann zu einem Weizenfeld. Wir werden Mais ansehen auf den beiden Feldern. Okay, und wir werden gleich mal eine Kalkulation machen. Wie viel Hektar wir jetzt haben und wie viel Hektar wir noch brauchen. Denn für die, die schon länger dabei sind, die werden sich erinnern, sobald wir 10 Hektar haben, dürfen wir jeweils 2 Helfer benutzen. Jeweils 2 Autodrive und 2 Courseplay-Helfer. So, das kommt hier hinten mit hin. So, das müssen wir so machen, dann ist das immer höher. Ist nicht hoch genug. Genau. Und jetzt passt es. Okay. Bisschen buggy, aber an sich eigentlich ganz cool. So, dann lasst uns mal eben schnell einmal rechnen. Handy her. Wo ist der Taschenrechner? Wo ist er? Da. Also, lasst uns rechnen. +1,08 + 0,63 + 1,57 + 0,29 + 0,57 + 0,31 0,35. Ja, besonders groß sind die alle nicht, ne? 0,68 0,57 und 0,5. Und nicht zu vergessen, hier hinten. Sind 6,99. 1, 2, 3, 4, die habe ich genommen. 1, 2, 3, 4, 5, die habe ich auch genommen. Das heißt, uns fehlen 3 Hektar, um auf den nächstmöglichen Helfer zu kommen. Und ich liebäuge mit diesem Feld hier. Nicht nur, dass das fast die Hälfte ist von dem, was uns fehlt. Die Frage ist doch, wir haben 400.000 hier drin. Warum und was können wir davon verkaufen? Weizen brauchen wir für die Hühner, Gerste auch, Hafer. Hat im Januar den besten Preis. Gut, dass wir drüber reden. Dann verkaufen wir das gleich mal. Saatgut müssen wir behalten. Wolle, 55.000. Ja, moin. Milch, 35.000. Daraus machen wir auf jeden Fall Käse. Wisst ihr was? Dann machen wir das mal sofort auch so. Wir haben ja nur begrenzt. Wo ist jetzt das Ding hier? Wir stellen jetzt sofort mal die Butterproduktion auch mit an. Mal sehen, ob jetzt die Käsegeschichte länger hält. Laut hier oben nicht. Der Output dürfte aber... Müsste jetzt weniger werden, denn hier ist ja so ein Y. Wir haben schon eine Erdbeere. 1 Liter Erdbeeren. Das ist gut.
Ich mache mal die Zeit auf zweifach, damit sich hier überhaupt irgendwas bewegt. So, also wir verkaufen jetzt gleich mal den Hafer. Die Milch nicht, Silage müssen wir behalten, Gras, Heu, Stroh sowieso nicht. Käse müssen wir verkaufen im Februar, wunderbar. Mist und Gülle verkaufen wir nicht, brauchen wir selber. Deliermittel, Mineralfutter. Wo sind unsere großen Posten oder ist das das ganze Kleinvieh? Hier sind es 50, das sind Milch. Die Wolle verkaufen wir im Mai, das ist natürlich sehr gut. Sehr gut. Wisst ihr was, da spekulieren wir darauf, dass der Computer hier auf dem Feld irgendwas ansehen wird und dann kriegen wir es vielleicht gratis angesehen. Das ist ein bisschen cheaten, aber auch ganz cool. McCracken 2024 ist ein bisschen cheaten, aber auch ganz cool. So, weg von unserem Hof. Ja, ich habe zwischen den Aufnahmen nicht nur die Setzlinge gepflanzt, sondern auch noch hier die Mischration angeschmissen. Also die können wir nochmal überladen und dann gehen wir in den Februar. Auf jeden Fall. So. Nee, wir müssen noch Mist. Wir müssen nicht Mist, sondern ja, gut, aber. Okay. Gott, schneller ab! Wo müssen wir das denn hinbringen? Oh, es ist auch eine Krux. Falsch. Hafer 133, Preis, also das ist okay. Der sinkt wieder, wir müssen verkaufen. 27.000 Liter. Route Belleron, das haben wir, glaube ich, eingefahren, ne? Ne, Périgord haben wir eingefahren. Wo ist denn Route Belleron? Hat an allen Standorten. Markierung setzen. Grob die Richtung checken. Da, 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 da. Hafer und Belleron. Markierung setzen. Da hinten, die Richtung. Wir gucken nach da. Ach, da weiß ich ja nicht, wie ich das mache. Wie komme ich denn da hin? Da muss ich das irgendwie aufs Schiff bringen oder so, ne? Zug mieten, ne? Irgendwie mit dem Zug. Ah, ist mir zu kompliziert. Für die 2 Euro. Nächsten dran ist dann die Getreidemühle. Das ist in Ordnung. Junge, da habe ich mir den Kopf hier an dem Flug angehauen. Aber volle Möhre. Na gut. Also, ich würde Folgendes vorschlagen. Um das hier nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, verkaufe ich jetzt ganz kurz den Hafer. Und mache das kurz in einem Schnitt und dann bin ich sofort wieder da. Wir haben das Geld auf dem Konto, den Hafer verkauft und können dann in den Februar gehen. Gut, das wäre geschafft. 51.626 auf dem Konto und wir gehen in den Februar. El Februar. Le Februation. Ich bin so dick geworden über den Winter. Komm hier nicht hoch. So. Ah ja, hier leuchtet's. Dann die Markierungen nochmal ausschalten. Jetzt wissen wir auch, in welche Richtung unser Bett steht. Kuhstall Milch voll, das ist natürlich der absolute Oberhammer. So, wir haben den Februar. Was wollten wir nochmal im Februar verkaufen? Den Käse? 57.000, da kam auf jeden Fall noch Kohle dazu vom Februar. Wäre der Käse. Erdbeeren brauchen wir nicht verkaufen. Erdbeeren sollten wir aber auf
So direkt verkaufen stellen. Erdbeeren halten sich auch nicht. Setzlinge haben wir 34. Und wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Also Milch voll, damit kümmern wir uns als erstes. Tatsächlich, schaut mal. Das, was ich gesagt habe, stimmt. Wir hatten nur noch 20 Stunden. Und wir sind irgendwann um 11 ins Bett gegangen. Also wir haben fast 24 Stunden überbrückt. Es sind aber noch 8 Stunden da. Also verbraucht sich das dann langsamer, wenn mehrere Sachen an sind. So, einmal Milch eingeladen. Dass wir so viel Milch haben, ist natürlich richtig gut. Da sehen wir auch Bauernkäserei. Ah, schaut mal, Gartengrundstück, Mist, 4 Saatgut. Jetzt geht das hier auf der Castle auch schon ein bisschen los, dass wir uns um unsere Produktion kümmern müssen. Wie gut ist das denn? Huaha, da hätte ich fast das Mähwerk umgefahren. Steht hier aber auch genau so, sowas von dumm. So, dann haben wir das auf jeden Fall. 2 Sachen mit einer... Wie viel ist denn da drin noch? Noch 25.000 Liter. Komm, dann fahren wir nochmal. Easy. Ach, es ist eine schöne Map. Es ist ein schöner Hof. Es ist... Mir gefällt's. Ich hoffe, ihr habt unter die letzte Folge mit drunter geschrieben, wie ihr das ganze Thema Gewächshaus findet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den 57.000, die wir haben, denke ich extrem darüber nach, dass wir uns die Stubbenfräse doch kaufen. Wir brauchen sie ja sowieso. Oder wir stecken jetzt alles voll in die Felder und haben dann den zweiten Helfer, wenn nachher die Arbeit losgeht. Ich glaube, das ist der bessere, sicherere Weg. Den sparen wir jetzt. Wir haben 50.000 bei der Bank auch zurückgezahlt. Da haben wir also noch ein bisschen Sicherheit. Wir brauchen noch das... Ah, das brauchen wir natürlich. Das dürfen wir nicht... Das dürfen wir nicht unterschätzen. Wir müssen das... das hier noch kaufen. Das hier. Konfigurieren. In grün. Kaufen. Dann haben wir das auch schon mal. Springen wir mal eben hin. Lustig, wieso ist denn der Lack ab? Ich habe doch das... Ach nee, der war gebraucht. Richtig, der war ja gebraucht. Guckt euch mal dieses Teil an. Absolute Hammer. Der war ja gebraucht, ich erinnere mich. Reparieren für 300 Euro auf jeden. So, dann können wir den jetzt auch zum Hof holen, jetzt wo wir uns das Häckselwerk leisten konnten. Mal gucken, der wird ja überall hängen bleiben. So wie steht schon mal fest. Da bin ich mir aber sowas von sicher. Okay, so, fahr du mal. Ich fahr mal hier mal weg. Beziehungsweise wir brauchen Saatgut, um die Meldung da wegzukriegen. Ja, wir müssen auch den Käse erstmal verkaufen. Den einen, den wir noch hier haben. Spanngurte. Dann stellen wir den schon mal auf. Kein Problem. Einmal wenigstens Maschinenpflege machen. Einmal im Jahr. Bitte, bitte gönnt mir das. Den Käse mit einem Hochdruckreiniger bearbeiten, wenn sie die Walnüsse rauspusten.
Das sind auch nochmal 10.000. Das ist unser Schneidwerk im Grunde. Wir gehen jetzt voll auf Felder und alles andere kommt danach. Aber wisst ihr was? Wenn diesen Sphären unterwegs sind, und ich denke mal so 60.000, 70.000 wäre ja drin. ...70.000 ist ein hässliches Feld, ne? Wäre das hier hinten schon erstmal besser, weil wir das auch zusammenlegen könnten. 20 und 33, wir können also eigentlich die beiden... Nicht Joe, sondern die beiden... könnte man zusammenlegen. Das wäre perfekt. Die sind auch perfekt. Das wären zwei perfekte Felder hier. Zwei richtig schön große Felder. Und wir kommen auf 1,21 und 1,03. Das heißt, uns fehlen dann noch 0,8. 0,8. Das würde nicht reichen. Wir müssen unbedingt in die Forstwirtschaft gehen, um der Kohle wegen. Hier ist alles voll, ne? Das könnte man alles so weghäckseln. Oder wollen wir uns... Ach, jetzt... Wir könnten uns natürlich auch... So ein kleines... 75 wäre ja vielleicht auch drin. Spannend. Schauen wir mal, was ist das denn? Das ist... Wartet mal, lasst mich mal richtig drehen. Das ist dieses Feld hier. Also nur dieser Feldrandbereich. Also nicht das Feld. Aber schaut mal, hier sind ein paar ordentlich große Bäume bei. Ah ja. Da könnte man dann schon mal so ein bisschen anfangen. Hier, schaut mal, hier sind amerikanische Ulme. Eine 35 Meter Fichte und der Großteil kommt ja eigentlich hier hinten. Hier ist noch eine. Oh, mit den Fichten haben wir doch die Kohle allein schon wieder drin. Noch eine Eiche, noch eine Fichte. Elbkiefer hier, das würde alles noch uns gehören hier. Ist die Frage. Wollen wir, dass wir das hier an unserem Hof... Aber wir hätten ja immer noch den Schutz, also wir würden es gar nicht so richtig sehen. Das wäre dann auch in der Nähe von dem Feld hier. Das könnte ja sowieso mit der Zeit alles verschwinden. Und ein großes Feld dann werden. Dann würden wir hier gar nicht pflanzen. Sondern wir würden irgendwann dieses Feld hier aufkaufen, das alles wegmachen und hätten dann direkt am Hof ein absolutes Premiumfeld. 72 Tonnen. Hier könnte man ja dann wieder neu anpflanzen. Also der Preis ist perfekt. Wir kriegen sofort wieder Kohle rein. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir machen jetzt mal ein bisschen Forst. Das macht einfach Sinn. In dieser Folge sind wir in den Februar gegangen. Wir verkaufen jetzt hier den Käse. Wir gucken jetzt mal, wo unser Häcksler festhängt. Entschuldige bitte. Da habe ich dir Unrecht getan. Lütter. Lütten du. Wo muss denn der Käse eigentlich überhaupt hin? Buh. Komm, Fromagerie haben wir, glaube ich, eingefahren, ne? Was ist Périgord jetzt? Fromagerie? Ich fand irre. Also, dann gehen wir hier hin. Dann gehen wir zu Käse. Dann gehen wir auf
Da Markierung setzen. Ist sowieso irgendwo hier drüben. Da unten. Okay, easy. Ja, da können wir hinfahren. Wenn wir zum Händler fahren, fahren das Stück wieder zurück. Okay, also in der nächsten Folge machen wir ein paar Bäume oder versuchen es zumindest. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.